Hallo und willkommen zurück zu Cult of the Lamb. So, nachdem ich letztes Mal grandios gescheitert bin, müssen wir jetzt noch einmal den lila Schnauzer hier adoptieren. Ist es lila, ist es pink? Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Farbe. Starke Verfassung, geborener Skeptiker, oje, oje. Den schickt man dann eher auf Missionen, auf dass er uns entweder gutes Zeug mitbringt oder halt nicht wiederkommt. So, dann wollen wir denen noch einmal was vorbieten. Der Glaube ist hier gerade nicht so gut. Kann ich ein Ritual durchführen? Da. Ein Festmahl und da geht die Laune wieder nach oben. Oh, sehen die alle unglücklich aus, wenn ich solche Hackfressen sehen muss den ganzen Tag. Hab nichts falsch gemacht. Außer, dass ich nicht ausweichen kann, bin ich immer noch ein guter Anführer. Ja. Mensch, ist das eine Stimmung hier. So eine Predigt, dann sind sie wieder komplett hellauf begeistert, hoffentlich. Und dann wollen wir mal sehen, ob man diesmal Hackett ausschalten können. Also, was braucht man hier? Fluch des Okkultisten, Eifer des Rechtschaffenen. Erhöhe die Gesamtmenge deines Eifers, um weiteren Fluch wirken zu können. Von mir aus, ja. Ah, jetzt gibt's bessere Waffen beim nächsten Mal. Da freut sich ein Lamm. Ja, Glaube ist wieder hoch, dann wollen wir mal. Dann wollen wir einfach mal. Vielleicht nehme ich wieder das Vlies, mit dem er extra Schaden macht, also Krone. Und einmal königlich umziehen, hier doppelten Schaden erhalte ich, aber für jeden Kill, für jeden Ketzer, den ich niederringe, ja, gibt es halt ein bisschen mehr Schaden für mich. Das ist auch gut. Ein müdes Kaninchen, aber ich muss Geld sparen. Kann nicht jedes Kaninchen vor Spinnen retten. So oder so ähnlich wurde mir das beigebracht. Na gut. Eine Waffe und Spitze der Verderbnis. So heißt das Vorderteil meines Penises an guten Tagen. So oder so ähnlich. So, schauen wir mal. Ich nehme die Episode jetzt eine halbe Stunde später auf als der letzte Versuch, an dem ich gescheitert bin. Obwohl ich gesagt habe, es ist spät. Jetzt ist es noch später. 0 Uhr morgens ist es. In der Hoffnung, dass ich jetzt wieder was treffe. Ein sanft plätschernder Brunnen. Sehr schön. Ich mag es, wenn es sanft plätschert. So, dann schauen wir mal hier oben. Was haben wir für eine Wahl? Bei einem... Nee, in der Nacht erhöht sich der Schaden um 30%. Da müssen wir aber noch ein bisschen warten hier. So dunkel ist es nicht. Was ist denn das für eine Partyschlange? Hallo, mein Kind. Ich kenne dich. Bist du ein Freund von Ratau? Ich erkenne diese Krone auf deinem Kopf. Ratau hat mir alles über dich erzählt. Ich bin unterwegs zu ihm, um eine Runde Astragaloi zu spielen. Ich habe Schulden zu bezahlen und Schulden zu machen. Ja, das klingt auch nach meiner Finanzstrategie. Jo, dann gute Reise. Und ja. Glück beim Spiel, Pech in der Liebe. John. Feuerspucker und du Feuerkröte. Tarotkarte. Was kriegt man? Besseren Loot in Truhen. Eventuell auch nicht. Nein, lass mich raus. Lass mich raus. Bin ja ein Pilz. Nein! Mein Strahl ist nicht weit genug. Au! Komm, und dann nimmt mir mein Felsen wieder den Schaden weg. Irgendein Felsen meinen Schaden weg. Aha. Trifft also auch die Gegner hier. So, mal schön zerklöppeln. Vielleicht kommt doch noch ein Herz raus.
wäre ich mir aber nicht so sicher. Sehe ich die Karte nicht richtig? Achso, nee. Müsste ich woanders nach unten gehen? Na gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ja, her mit der Rage. So, was haben wir denn? Das sieht aus wie Karte und dann Kampf. Oder wir haben Händler und Holz. Mich würde das Kartensymbol interessieren. Das kenne ich noch nicht. Also, ja. Gab es bei mir noch nicht als Raum. 10% Chance, keinen Schaden zu erleiden, wenn du angegriffen wirst. Oh, das ist gar nicht so gut, würde ich sagen. Ich habe es trotzdem jetzt genommen. Kann Opfer darbringen. Kriegt er noch eine Karte? Feuere ein Projektil ab, wenn du deine Waffe schwingst. Das klingt sehr gut. Und das wird hier auch aufgeladen. Alles klar. Weil dann muss ich mich ja 10-mal treffen lassen, bis ich einmal Schaden negiere. Das ist nicht so toll. Naja, nächstes Mal sind wir schlauer. Eventuell. Eventuell auch nicht. Okay, der war bereitwillig einzustürzen. Was sind denn das für Leute hier? Ich habe echt Angst, getroffen zu werden. Und das sorgt eher dafür, dass ich getroffen werde. Wenn ich so drauf aufpasse, dass es erst recht passiert. Das ist wie in so einer Mathe-Uni-Prüfung. Wovon ich genügend hatte. So. Da will ich rein. Weg mit dir. Oh, ich wurde schon wieder getroffen. Weg mit euch. Also das Vieh, das große Grüne, kennt ihr auch noch nicht. Vielleicht habe ich schon längst wieder vergessen. Vielleicht auch nicht. Au. Stein direkt auf die Fresse bekommen. Na, wenigstens. Oh, ein Herz. Kann ich gut gebrauchen, so viel Spiel. Noch eine Tarotkarte. Ja, 20% Chance, ein blaues Herz zu erhalten. Das nehmen wir mal mit. Es läuft zumindest besser als der Schluss vom letzten Mal. Aber es läuft nicht gut. Es läuft nicht gut. Jetzt mir noch eine passende Ausrede einfallen lassen, wenn das jetzt nicht klappt. Ich schieb's auf den Stickdrift von meinem Controller, der mich dann falsch ausweichen lässt und dann geht's halt immer in die gegnerischen Kugeln. Ja, die sind tot. Ich habe ein blaues Herz erhalten, das gefällt mir. Weg mit euch, Feuerkröten. Verschwindet. Danke, du sollst verschwinden. Ja, weg, 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 weg. Nein! Hat mich getroffen, der Arsch. Ich weiß ja nicht. Ich war schon mal besser in dem Spiel. So, bitte Axt. Ja, Axt. Nicht. Und verwerten. So, vielleicht läuft's damit. Na komm her, du alter Esel. Wie sich Hackett nennt. Also muss hier noch zu ihm laufen. Nein! Wieso werde ich denn so oft getroffen? Ist doch nicht normal. Überraschend schweres Spiel. Wenn man sich so anstellt. Und noch mal eine bessere Axt. Natürlich nehme ich die.
Hab das Gefühl, ich werde einen treuen Anhänger von mir töten müssen, damit ich Leshy-Tot krieg. Ja, das schauen wir mal. So, wieder verwerten. Wunderbär. Vielleicht nehme ich nächstes Mal wirklich meinen anderen Controller. Vielleicht liegt es ja wirklich darin. Ich glaub's nicht, aber die Hoffnung und so weiter. Komm schon. Pups mal ein paar Herzchen aus. Komm. Noch ein Stück, noch ein Stück. Herzchen. Ja, Herzchen. Und Pilze. Schöne, schöne Gehirnwäschepilze. Noch eine Tarotkarte. Na gut. Allgemeiner Waffenschade. Schaden erhöht oder 10% Chance auf einen kritischen Treffer. Ach, Waffenschaden nach oben. Und das wird immer noch aufgeladen. Schade. So, mit plus 70% Schaden geht's Richtung Bosskampf. Wenn ich nicht noch getroffen werde. Ich versuch's zu verhindern, aber ich kenne mich. Um ein Haar wäre ich getroffen worden. Sag doch, ich kenne mich. Wo ist dieser Feuerspucker? Na, das hat sich zumindest gelohnt. Ja! So, 120%. Da müssen wir die ersten Schläge aber wirksam austeilen, bevor wir selber eins auf die Fresse bekommen. Ah, das war mein Projektil. Das bei jedem x-ten Schlag oder so aktiviert wird. Ich verstehe. Na, da ist er ja. Also hinter der Tür. Dann wünscht uns allen Glück. Ich weiß, wir können es gebrauchen. Ich hab's versucht. Endlich, ich hab mich schon darauf gefreut. Mach deinen Frieden, Kreatur. Du wirst diesen Tempel nicht wieder verlassen. Jener, der wartet wieder, lässt mich immer wieder auferstehen. Ist dir das nicht bewusst? Ich bin unsterblich. Was für ein hässliches Tier wirst du? Kröte. Vagina ist es Kröte. Boah, du hast aber eine Zunge. Komm schon, du musst Schaden machen. Schaden machen. Scheiße. Jetzt ist vorbei mit dem Schaden. Ich wurde getroffen. So ein Jammer. Ich wünsche bei diesen kleinen Dingern, die er ausspuckt, dass ich für jedes die 5% bekommen würde. Aber leider leben wir nicht in so einer Welt. Au. Au. Noch ein Herz. Es sieht düster aus für mich. Muss einfach mehr ausweichen. Mehr ausweichen. Gegner analysieren. Und all so ein Kram. Hör doch mal auf, mit Kröten zu werfen.
Nur Stück für Stück. Und... So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. So, da kommt wieder so ein Schwarm angeschwommen. Angefleucht. Nein! Wie? Ich dachte, ich hätte ein ganzes Herzchen. Ach komm, ich bin hauptsächlich mit Krötentöten beschäftigt gewesen. Na ja, gut. Tortre! Ganz besondere Aufgabe für dich. So, jetzt müssen wir uns aber mal auf den großen Bastard konzentrieren. Wenn ich nur seine kleinen Kröten ausschalte, bringt mir das herzlich wenig. Oder echt viele von denen hat. Wenn ich nicht muss auf ihn gehen, aber ich habe nur noch zwei Herzchen und treffe echt nicht gut. Ich treffe echt nicht gut. Eins, zwei weg. Scheiße. Ein Herzchen. Ah, stimmt, ich krieg doppelten Schaden, deswegen. Deswegen hat er mich vorhin kassiert. Obwohl ich dachte, ich hätte noch eins. Also schwer ist er nicht. Ich bin nur echt scheiße. Ja. Gegen die Zunge kann ich nun mal nichts tun. Das muss man nochmal machen. Und ich werde mal dieses Gewand los, weil doppelter Schaden, ich werde halt getroffen. Und ich muss halb so oft getroffen werden. Ah, scheiße. Aber Rom wurde nicht an einem Tag niedergebrannt. Außer bei dem einen Zwischenfall mit Nero. Ja, kann schon mal passieren. So, ich ziehe mir ein anderes Gewand an, bevor ich es vergesse. Ihr werdet keine Boni. Oh, dann bin ich nackt. Zu lamm fromm. Nehmen wir mal hier... Was ist das? Gewährt keine Boni, aber die ist elegant. Mit elegant kämpfe ich wie ein Elefant. So. Eine Predigt für die Laune. Ja, da geht die Abwasch. Vielleicht bräuchte ich auch einfach besseren Waffenschaden oder so einen Dämon. Weiß ich nicht so genau. Ja. Alle unglücklich, so soll es sein. Beziehungsweise so soll es nicht sein, aber... Man macht mal schon. So, Dämonenbeschwörung. Und... gewachsene Pilze sind gute Pilze. Und da kommt... Achso, das war der normal gedüngte. Hier kommt noch extra Gold raus. Das gefällt mir. Wie soll ich da glauben jetzt wieder... ganz unfreundliche Bastardos sind das gerade. Vielleicht sollte ich den mal ein bisschen Deko hinstellen, damit die Laune steigt. Oder? Ja. Mal noch mehr bauen. Zumindest hier können wir noch welche hinsetzen. Nummer 1, Nummer 2. So, wir warten auf jeden Fall bis zum nächsten Tag. Damit wir die Laune noch mal ein bisschen ankurbeln können. Ja, her mit den Pilzen. Der eine Typ kriegt ja nicht genügend davon. Kriegt ja nicht genügend davon. So, was haben wir? Goldene Kacke, goldene Kacke. So, die schlafen alle da.
Die bauen relativ unfreundlich Zeug auf. Ist das nicht schön? Mehr Stein für Papa. Und Holz. So, hier ist eine Opfertruhe. Was kriegt man denn? Anhängerfleisch verkaufen. Immer noch. Ich wusste gar nicht, dass ich Anhängerfleisch habe. Und hier die Fies. Sind eh nicht viel wert, aber trotzdem. So, ich schätze mal, ich bete noch mal und ein kleines Ritual. Wird auch nicht schaden. Was können wir machen? Bonfire. Ja, damit. Kann dem Glauben nur gut tun. Zumindest haben wir nicht mehr arg viele Möglichkeiten, ihm wirklich zu schaden. Der ist schon relativ weit unten. Kann ich doch nichts dafür, dass die Hecke zu scheiße ist. Ja. Komm schon. Ja. Jetzt gibt's bessere Wachen. Waffen, nicht Wachen. Oder Waffeln. Yay. Jo. Jungs, ihr dürft weitermachen. Alle wieder gut? Sind wir uns wieder einig? Bester Kult des Jahres. So. Dann probieren wir es einfach nochmal. Jori, gar kein Geld. Ah, hätte sogar gereicht. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Nein. Panzerhandschuh des Nekromanten. Naja. Wird schon was treffen. Hauptsächlich nicht, wie es aussieht. Und der hat eine schöne Range. Vielleicht behalte ich den. Galvas Talisman. Werde größer. Können wir einmal einsetzen. Naja, was kriegt man? Waffenschaden nach oben. Mehr Schaden, weniger Herz. Schön die Knochen einsammeln, damit wir in Zukunft auch durch nette Rituale die Stimmung hochhalten können. Das ist echt schön. Noch ein bisschen mehr Schaden wäre nice. Boah, wie ist der durchgegangen doch nicht? Mensch, 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 Mensch. Blaues Herz. Das ist gut. Kröten des Feuers, das ist nicht gut. Werde ich eigentlich dauerhaft größer? Probieren wir es mal im nächsten Raum. So, was haben wir hier noch? Anscheinend nichts. Doch, eine kleine Pilzkerze. Sieht die nicht furchtbar aus? Ne, Pilz nehmen wir aber auch noch mit. Schade, dass wir kein Holz kriegen. Und weiter geht's. Was haben wir hier? Blumentorbogen. Jo, ich kann mir vorstellen, wo er einsortiert wird. Aber danke, Spiel. Und dann wählen wir mal eine geschickte Route. Follower, Fragezeichen. Wir machen Herzchen. Händler. Das geht dann relativ schnell. Ratauch. Meine Liebe nahm ein Herz mit auf die See hinaus. Ja, auf die See, auf die See. Dort wird es wohl noch immer sein, noch immer in ihrem Bett auf dem Meeresgrund. Oh weh. Willkommen, Kreuzzügler. Nimm dir einen Augenblick Zeit, mich auf meiner Suche zu begleiten. Ich suche nach dem Herz, das einst in meiner Brust schlug. Das tat es, bis es mir genommen wurde. Von ihr. Ich sitze hier schon seit so vielen Jahren. Sogar ihr Gesicht ist aus meiner Erinnerung verblasst. Und doch suche ich weiter. Ich suche immer vor. Ich habe ein Dutzend Herzen, weißt du, aber keins davon gehört mir.
Sie gehören dir, wenn du sie haben willst, Kreuzhügler. Für mich sind sie wertlos. Ich will nur jenes, das einst mir gehörte, damit ich einen letzten Blick auf ihr Gesicht werfen kann. Seufz. Na gut. Dann heilen wir uns. Oh, mit den Herzchen kann ich nichts anfangen. Schade. Blaue. Mit denen kann ich was anfangen. Na komm schon, ein bisschen mehr Herzchen für Papa wäre auch nicht schlecht. Okay, dem da hinten kann ich nichts tun. Vielleicht besser so. Dann gehen wir mal zur zerbrechlichen Glaswarenabteilung. Hat das ein neues Artefakt? Dann setzt man das hier mal ein. Füge allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten zu. Ist nicht viel im Moment. So, schauen wir mal, ob wir groß bleiben. Die Befürchtung ist nein. Noch bin ich groß. Werde ich kleiner? Au. Jetzt bin ich halt auch ein leichteres Ziel. Ja, muss man aussagen. Ah, ich genieße es, ein großes Lamm zu sein. Au. Genieße es, nicht getroffen zu werden. Und ausweichen ist deutlich langsamer. Wer hätte es gedacht? Spinnen. Spinnen. Die Spinnen. Die Spinnen. So, so viele. Aber solange es Fleisch gibt. 10 Häppchen. Ja, wird mein Leuten gefallen. Also kleiner wäre mir, glaube ich, lieber. Sei denn, ich mache jetzt auch mehr Schaden, aber das wirkt nicht so. Das wirkt echt nicht so. So, eine Tarotkarte mehr. Ja, bessere Truhen, was soll's. Ah, ich kann mir bestimmt noch eine kaufen. Eine Opfergabe, kommt sofort. Was kriege ich dafür? Doppelte Lebensenergie beim Heilen. Na, doch gar nicht so schlecht. Würde ich behaupten. So, Pilze nehme ich an mich. Gibt es echt keine Möglichkeit, wieder kleiner zu werden? Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl war. Ich bin mir fast sicher, das war nicht die richtige... Werde ich kleiner? Nee. Wie gesagt, bin mir fast sicher, das war nicht die richtige Wahl. Da ist ja schon der kleine Vorgeschmack auf den Bosskampf mit den Kröten, die ebenso eine Scheiße machen. So, hier geht's nicht weiter. Dann muss es wohl oben weitergehen. Schon. Und... Mist. Flammenschuss, ein Feuerbolzen. Klingt doch gut. Ja, mit dem Feuerbolzen. Oh je. Na, schauen wir mal. Noch ein blaues Herz. Nee, nicht zum Kult zurückkehren. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Ja, ja. Überspringen. Wissen ja, wie du aussiehst, du fette, hässliche Kröte. Au, au. Mal schauen. Also zumindest jetzt können wir schön Schaden austeilen. Also die Reichweite hat es echt in sich für die Waffe. Das ist nicht schlecht.
Da komme ich immer noch schön weg. Mal die Attacke hier abwarten. Komm schon. Dreimal getroffen. Das ist super. Schick doch nicht deine Kinder, bekämpf mich selbst. Komm schon. Oh, meine Hand verkrampft. Au. Fuck, in die falsche Richtung geschlagen. Glaub's nicht. Du glaubst doch. Ja. Glaubt, der Fluch ist relativ stark. Hätte ich mal für den großen Boss aufheben sollen. Hier ist er ja wieder. Leider noch kein Nachflug. Mensch, jetzt kommt er mit Multizunge. Das ist bestimmt ein guter Liebhaber. Mal schauen. Wir haben wieder einen Fluch. Multizunge. Bin ausgewichen. Komm schon. Einfach fertig machen. Wir haben genug Herzchen. Ja! Na, klappt doch. Aller guten Dinge sind drei. So schön wieder, dass wir fluchen können und das Herz verspeisen hier. Sobald wir zurück sind. Ah, ist das nicht schön. Was lange währt, ist endlich tot. Ja, ja, Kopfsteinpflaster. Ganz, ganz wichtig. Das trivialste Wegmuster, wo gibt. Und eine Hecke-Trophäe. Ja, müssen wir echt mal aufstellen, die Trophäen. Die kostet diese fancy neue Goldressource. Müssten wir auch bauen. So, und dann geht's weiter für uns. Ja, ja, alle Ketzer sind besiegt und die kommen nicht zurück. Das macht das Spiel ja so genial. Dass nur ich das kann. Oh ne, eher Bus. Obwohl, das sollte mir ja gefallen haben. Ich habe es genossen zu beobachten, wie du Hecate vernichtet hast. Es war vorhersehbar, dass ihre Arroganz einmal ihr Untergang sein würde. Dein gnadenloser Kreuzzug gegen den alten Glauben wärmt mein kaltes, starres Herz. Ja, gut, wusste nicht mal, dass du eins hast. Und der Hirte wird einen Pfad durch die Wildnis bahnen, Flüsse in die Wüste bringen und den Rest des Textes nicht lesen können. Ja. Nom 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 nom. Also, das mache ich dann im Tempel. Na ja, gut. Ah, jetzt ist die Stimmung ja wieder oben. Ist das schön. Da müssen wir euch auch mal was gönnen. So, du hast eine Quest. Was willst du, Schildkröte? Ich weiß nicht so recht. Wenn du wirklich ein großer Anführer wärst, würde dieser Ort dann nicht hübscher aussehen? Annehmen auf jeden Fall. Drei Dekorationen muss ich bauen. Wir haben doch gerade eine schöne Trophäe bekommen. Die Flagge der Krone, natürlich. Hier direkt zur Mission. Passt. Was haben wir dann noch? Ein schöner Brunnen. Wo kommt der Brunnen hin? Erstmal hier. Können wir nachher verschieben. Und dann haben wir noch Steinkerze. Nee, ich wollte eigentlich die Trophäen da bauen. Nein, das können wir noch nicht. Eine große Fackel. Die passen doch wunderbar eigentlich. Ja, da verdeckt es ein bisschen die Kiste. Ich bin so ein Symmetrie-Geschädigter. Was sind denn die richtigen?
das da und das da, dann muss es schon passen. So, einmal, zweimal. Hi Poppy, willst du noch was? Schalamba. Anführer, es wäre so lustig, wenn ihr Barbatos Streiche spielen würden. So wählerischen Essern sollte man mal etwas Kot vorsetzen. Mensch, ist das ulkig. Oder auch nicht. Naja, wie ihm schmeckt. Boah, was ist das? Wieso ist das so schnell? So schnell kann ich nicht. Nicht so spät abhaben. Jetzt war der Balken größer. Ist der Balken größer, ist es leichter. So. Schade, muss Vogelscheuchen bauen. So, erstmal hier wieder Unrat entfernen. Halskette. Naturhalskette. Der Anhänger erhält Bonusressourcen. Das ist gut. Und das muss man hier wieder aufbauen. Können ja gar nichts mehr machen. Na gut. Schöne Fackeln. Schöne Fackeln. Hoffentlich fackeln die länger. So, Dämonenzirkel später. Jetzt machen wir als erstes mal... Nochmal, hier kommt einmal Holz, zweimal Holz. Und dann kommt Stein und zweimal Stein. Ihr habt es bestimmt schon vermutet. Vielleicht so. Bin nicht zufrieden, wie ich es platziert habe, aber ich habe es so platziert. Es wird ja eh wieder weggehen. So. Dann kommt die nach da, dann ist es schön abgedeckt. Nee, du machst erstmal nichts. So, was... Wollte ich noch mehr Farmfelder, wären auf jeden Fall sinnvoll. Aber hier die Raffinerie, die brauchen wir auch. Die stellen wir hier zu dem anderen Zeug. Die ist ein bisschen kleiner, dann kommt die da oben hin. Eine reicht erstmal. Fortgeschrittene Bauten benötigen geweihte Ressourcen. Ja, das war's auch. Oh, da war einer mit dem Papsthut. Wie bekomme ich denn den? Ach, ich glaube, das machen die automatisch. Ziehen sie sich den über, wenn sie darin arbeiten. So, Hunger sieht nicht gut aus. Irgendeiner muss Scheiße fressen, das gefällt mir zwar nicht. Schüsselkot. Deftige Fleischbrühe. Erstmal Fleischbrühe machen. Ja. Habe ich nicht jemanden noch auf Mission geschickt? Wo ist denn der hin? Ah, Quest fertig. Ja, ja, jetzt ist es ein bisschen besser. Die Riesenbiene da links. Ich bin eine Biene. Weiß nicht, ob ihr die YouTube-Videos kennt. Würde ich euch sehr empfehlen. Ich bin eine Biene. Du wirst gefragt, was du später machst. So. Niemand auf Reisen. Schade eigentlich. Du holst... Holz. Warum nicht? Ciao. So, kann ich hier auch was verbessern? Ne, Verbesserungen anzeigen könnte ich. Nur, haben wir heute schon gebetet? Ich habe das Gefühl, wir haben schon gebetet. Anscheinend nicht. Her mit den guten Glaubensressourcen. Ja, das können wir überspringen. Wir wissen's ja. Jo, glaube ich voll. Achso, Krone, natürlich. Ich habe ja ein Herz dabei. Und Doktrin kann ich nicht machen. Ist einmal pro Kreuzzug eine Nahrung, um ein Herz zu erhalten. Welches hängt davon ab, was du isst? Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukehren. Erhalte zu Beginn eines jeden Kreuzzugsdurchlaufs ein krankes Herz. Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Basislager. Niemand ist mit der Mahlzeit vielleicht. Jo. Um das Herz zu kriegen, muss ich das Herz verspeisen. Oh. Tägliche Mahlzeit halt einnehmen. Das kriegen wir auch hin, solange wir nicht die Kacke-Mahlzeit essen. Ach, ist das schön, dass sie Gold kacken. Ich wünschte, ich könnte es. So, einer ist auf Mission.
bisschen wenig Leute, die gerade beten. Mal gegessen habt ihr alle. Dann müssen wir noch einmal eine Schüssel Kot. Natürlich. Und wer soll das essen? Barbatos. Hier. Du armer Mensch. Ja, Mahlzeit. Ja, was für ein irrer, ulkiger Joke hier von meinem anderen vorgeschlagen wurde. Er scheint zu munden. Oder auch nicht. Ja, da geht die Stimmung nach unten, das verstehe ich. Jo, Poppy. Ja, ja, du bist so witzig. Wir haben so ein Glück, einen Anführer mit solch einem Sinn für Humor zu haben. Ha, wundert mich nicht, dass das von einem Hund kommt. So, was braucht man hier? Machen wir mal zwei davon, drei davon und zwei davon. Will jemand raffinerieren? Vielleicht Poppy. Arbeiten. Baubefindliche Materialien. So, du kriegst noch eine Kette von mir. Arbeiten. Da, Geschenk. Wird nie schlafen. Bonusressourcen, hier. Ja, da freue ich dich. Du Sack. Und was nehmen wir jetzt? Düngersilo wäre, glaube ich, ganz gut. Missionar 2 haben wir auch noch. Eine Farm 2. Ah, wir nehmen das Toilettenhäuschen. Dann gibt es zumindest einen gezielten Platz, den sie hoffentlich treffen. Da, wo machen wir das am besten hin? Toilettenhäuschen kann ich mir gerade nicht leisten. Ich kann mir eine Dämonenbeschwörung leisten, ist das nicht schön? Mach mal die mal hier irgendwie hin. Tja, haben wir überhaupt genügend Leute, die noch beten? Muss ich erstmal wieder ein bisschen sauber machen. Ich gib mal denen einmal was zu essen. Schon müssen sie alle kacken. So, wenigstens mal eine Vogelscheuche, dass dem Zeug da nichts passiert. Na, Felder müssen wir auch unbedingt machen. So, das wässern wir. Bärenstrauch. Gold. So, Felder. Wie viel kostet ein Feld? Nicht viel. Dann bauen wir mal alle. So. Hier nur der obere blaue, beziehungsweise dieser, die kleinere blaue Raute, beziehungsweise das gedrehte Viereck. Das ist Perspektivensache. Machen wir mal voll. Dann haben wir beim nächsten Mal so schön viele Felder. Dann lohnt sich's auch mal. Wunderbar. Leider ernten die noch nicht selbstständig, das muss immer noch ich machen. Also noch ein Häufchen. Also langsam leveln wir den Giesen hier immer weiter auf. Jo, da ist er mit Papstmütze. Ah, hier die zwei Fackeldinger sehen doch ganz gut aus. Ich bin zufrieden. Wir können Dämon beschwören. Fliegt weg und kehrt mit roten Herzen zurück. Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir so einen in den Dungeon mitnehmen würden. Der verursachte Schaden erhöht sich. Okay. Das machen wir aber, wenn dann erst beim nächsten Mal. Generell würde ich sagen, reicht das für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.